Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Löffel ganz einfach selbst machen könnt. Viel Spaß! An dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir. Schaut vielleicht, dass ihr die Hölzer recht gerade spaltet, so spart ihr euch am Ende eine Menge Ärger. So, ich habe mich hier schon mit dem Hakenmesser ein bisschen herumgespielt. Ich hatte anfangs meine Schwierigkeiten, aber ich denke, mittlerweile habe ich den Dreh raus. Das Loch mache ich recht mittig rein, damit ich das Ganze eben oben und unten halten kann. Später beim Schnitzen ist es dann um einiges leichter. Ich empfehle, dass ihr trockenes Holz benutzt. Wenn ihr nasses Holz nehmt, dann kann es sein, dass wenn der Löffel trocknet, er Risse bekommt und euch dann schnell kaputt wird. Ich habe geschaut, dass ich mir genug Zeit für dieses Projekt nehme, um mich nicht stressen zu lassen. Das Ganze wird auch um einiges schöner, wenn ihr nicht ständig im Hinterkopf habt, dass ihr ja noch einige Dinge erledigen müsst. Einen herzlichen Dank möchte ich noch jedem geben, der über meine Amazon Affiliate Links bestellt. Das ist mir bei meinen Projekten sehr geholfen. Auf jeden Fall war ich wieder sehr professionell unterwegs. Ich habe diesen Teil hier weggeschnitzt und habe dabei bemerkt, dass ich die ganze Zeit aus dem Kamerafeld draußen war. Deswegen, ja. Hier schnitze ich einfach den überschüssigen Teil vom Holz weg. Hier kann man schon langsam die ersten Rundungen des Löffels erkennen. An dieser Stelle hätte ich den Löffel etwas genauer bearbeiten sollen. Später war das Ganze etwas schwerer, da ich nur einen Stiel zum Festhalten hatte. Hier erkennt ihr, wie wichtig es ist, dass man ein scharfes Messer hat. Ein stumpfes Messer ist viel gefährlicher, weil ich muss mich sehr viel anstrengen. Und ihr habt es vorhin gesehen, es kann dann leicht sein, dass man mal, ja, einfach verrutscht. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, das Messer mal zu schleifen. Also ich habe das jetzt schon einige Monate und habe es noch nicht geschliffen. Aber ja, ich merke jetzt, ich brauche viel mehr Kraft. Als wie eben mit einem geschliffenen Messer. Also ich werde mir hier mal Zeit nehmen und dieses Messer schleifen. Das, was ihr jetzt sehen könnt, ist der letzte Feinschliff. Ich werde den Löffel beim nächsten Mal definitiv etwas länger machen, beziehungsweise den Stiel etwas dicker. Ich habe gemerkt, dass der Stiel sehr filigran ist und das Ganze fühlt sich nicht so gut in der Hand an. Okay, ich muss sagen, ich bin soweit zufrieden und ja. Danke an jeden, der bis zum Schluss dran geblieben ist. Ich hoffe, dieses Video konnte euch motivieren, das einfach mal selbst auszuprobieren. Ich kann euch sagen, dass wenn ihr etwas schnitzt, das euch mit Freude, mit Stolz, mit einem Sinn erfüllt. Und das ist sehr schön. Deswegen an jeden, probiert es aus.
Wie immer, alle Werkzeuge sind unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!